gucken wir mal weiter. Oh, hier ist viel schönes Zeug. Das gefällt mir. Das ist auch noch was hier. Alkohol ist das wieder. Kann ich mal wieder nicht nehmen. So. Wir können weiter. Also, das ist es? Ja, das ist Hugos Zimmer. Gehen wir. Das haben die ja ziemlich auseinandergenommen hier. Oh, das kommt jetzt erst hier nach, ne? Hä, das ist vollkommen unversehrt. What? Okay. Da, verrückt. Da sind noch mehr Gefäße. Alles. Alles, als wäre nichts geschehen. Ja. Nein, warum? Das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas. Nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, 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 das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, Nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht hin. Die römischen Ruinen. Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Okay. Verlasse das Haus. Ich glaube, das wird nicht so einfach werden. Aber trotzdem, warum sieht hier alles noch so aus wie vorher? Ich überlege nur gerade. Irgendwas würde ich noch gerne herstellen. Möglichst irgendwas, wo man keinen Salpeter für braucht. Wo braucht man Salpeter? Und Alkohol. Nehmen wir das. So. Echt komisch. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Hier können wir nicht bleiben. Definitiv nicht. Vielleicht hätte ich die... Ja, okay, okay. Ja, ich weiß. Warum ist das Feuer... Ist das Feuer gerade von alleine angegangen? What? Das sah ja gerade sehr merkwürdig aus. Okay, also. Ich war gerade ein bisschen zu schnell, aber das lag daran, dass ich irgendwie in Panik geraten bin, weil da auf einmal irgendwas auf mich zukam. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Ignifer, damit ich das auf die Viecher werfen kann. Okay, habe ich ausgerüstet? Habe ich ausgerüstet. Okay. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Hä? Wusste ich doch, das macht er automatisch. Ach so. Okay. Der Weg ist frei, Amicia. Wir müssen weg. Oh. Wie jetzt? Ich dachte gerade, hä? Lukas wurde, glaube ich, gerade angegriffen. Egal. Wir gehen einfach weiter. Scheiß auf Lukas. Das war knapp. Bewegung. Sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier. Sagst du das? Aber wir müssen weiter. Okay, weiter, weiter, immer weiter. Die werden hier gleich hundertprozentig irgendwo schon wieder rausbrechen. Ich mach mal lieber zur Sicherheit noch einmal Ignifer. So, gehen wir hier raus. Herr im Himmel, es ist schlimmer, als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Okay. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Wir schaffen das. Suche nach Beatrice Labor. Oder suche in Beatrice Labor nach Medizin. Ach, je, meine. Erstmal hier lang und ein bisschen was mitgehen lassen. Eine Blume. Guck mal. Na, immerhin eine Blume ist hier noch. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Ja,
Ja, sammeln wir mal ein paar Blumen für Hugo, auch wenn wir hier fast sterben. Ach, die Musik ist schon wieder so cool. Ich liebe einfach diese Musik. Ich komme nicht drüber hinweg, wie cool die ist. Ja, muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Das sieht aus, als wenn ich das entzünden kann. Bereit zu rennen. Bereit. Komm schon, los! Oh. Ich war doch gerade dabei. Ach, Leute. Wirklich, ich war so kurz davor. Zu werfen. Los, mach dich bereit zu rennen. Ich habe die ganze Zeit halt noch überlegt, ob das auf Dauer jetzt brennt oder nicht. Anscheinend nicht. Aber das müsste eigentlich auf Dauer brennen. Komm schon, los! Ein bisschen werde ich ja wohl hier noch Bedenkzeit haben, ja? Das bringt mir nur irgendwie nichts, wa? Vielleicht erst später, wenn ich hier rumgelaufen bin. Aber eigentlich laufe ich ja jetzt woanders lang. Ah, ich will mal kurz gucken. Was passiert, wenn ich jetzt gleich hier lang gehe? Ach, hier ist so ein oller Wagen. Ah! Moment, noch nicht. Ich sammle jetzt erstmal alles ein. Nimm mal hier. Jetzt nimm mal hier. Nimm mal da. Nimm mal alles. So. Ah, okay. Was habe ich denn hier? Die Schleuder schießt jetzt lautlos. Ist natürlich auch ziemlich geil. Aber mir ist ja auch keine Werkstatt mehr. Oh, nee, das ist natürlich noch besser. Oder das Somnum kann geworfen werden. Nee, ich glaube am besten ist einfach, dass ich das ohne Werkstatt machen kann. Das sollte mir die Sache erleichtern. Eindeutig. So, das heißt, ich kann jetzt quasi, genau, einfach im Menü aus das machen. Sehr gut. Gerade ein bisschen irritiert. Also, ich will nur das noch mal ganz kurz herstellen, weil geht das nicht? Ach so, ich hab das falsche. So noch mal. Zack. Ursache. Ich was? Keine Ursache? Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon, komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. In deinem Gunsten, wa? Nein!
Namen. Ich will hier nicht sterben. Während ich einen Karren schiebe. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand Scheiße. Wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben vom Chaos bestimmt. Das Aber ist ich leider wahr. Also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Nein, 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 nein! Oh. So ist das, wenn man sich vom Weg abbringen lässt. Ah, verdammt. Erstmal ein bisschen Ignifer herstellen, glaube ich. Ist ganz günstig. So. Mein Gott, wieso klappt denn das jetzt hier nicht? Komm, Lukas, vorwärts! Die Würfel sind gefallen. Oh, ich wollte. Ja, hinterher, hinterher. Verdammt! Oh, okay. Er ist richtig schwer. Los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Bin bereit. Ich sollte nicht die ganze Zeit. Willst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie fest. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Probiert sich durch. Ich mach das. Noch eine. Lass mich bloß zufrieden. Danke. Herstellen. Sicher ist sicher. Die Bäder! Wir sind fast da, Lukas! Amicia! Ich habe da noch von. Ich denke, dass. Dass. Ja. Was, Lukas? All diese Angriffe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße! Ach Mann! Okay. Okay. Das war ziemlich scheiße von euch. Jetzt darf ich bestimmt wieder von ganz vorne anfangen, ne? Wie das immer so schön ist. Na ja, klar. Boah, ist das ätzend. Okay. Okay, dabei war... Oh, ich war doch schon fast da. Oh, nicht drüber nachdenken. Nicht drüber nachdenken. Wir machen das jetzt. Komm. Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Ja, ja. Die Würfel sind gefallen. Verdammt. Er ist richtig schwer. Los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben... in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Willst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Das kommt von da, glaube ich, einer. Schon ne? Verstanden. Probiert sich neu. Ich mach das. Noch eine.
bist du nicht. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben Chaos. Stimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Ich bin gerade so angespannt. Das liegt da drüben, in die Bäder. Wir sind fast da, Lukas. Amisa, ich habe nachgedacht und ich denke, dass... Denk nicht so viel, Lukas. All diese Angriffe. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir sind bestimmt auf der richtigen Spur, ja. Aber wir müssen bis zum Ende durchhalten. So. Reicht jetzt, ne? Oh, ich glaube, wir haben es jetzt. Geschafft, Lukas! Wir haben es geschafft! Gott. Nie wieder. Danke. Danke, Lukas. Siehst du? Du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt. Ich nach jedem Sport. Aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los. Gehen wir. So, auf geht er. Wir haben das, glaube ich, das Schlimmste hinter uns. Hoffe ich zumindest. Lukas, hier. Hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja. Okay. Das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Ah, okay, ich verstehe. Sie lebt noch, aber sie... Ich weiß. Aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Okay. Das erklärt natürlich, also wurde sie doch nicht durchbohrt. Dann macht es natürlich schon mehr Sinn, dass sie noch am Leben ist. Ich mach hier noch einmal was. So. You must protect him, Amicia.